Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Skyrim. Endlich mal wieder Skyrim, müsste ich eigentlich sagen. Und als erstes muss ich mal meine Zeit setzen. Tut mir leid, aber das muss sein. Dann muss ich mein Gelpad hier weglegen und ich kann laufen. Und wo muss ich hin? Überschreibe das Lexikon. Markierter Ort. Ah ja, da wollte ich ja schon hin. Gut. Ja, gerne. Oh. Ich glaube, das war jetzt keine so gute Idee. Ach doch. Gut. Ja, ich habe eine ganze Weile lang nicht mehr gespielt. Muss ich sagen. Zu meinem Unding. Ach, warte mal. Ah! Hallo? Hier sind wir doch reingegangen. Das, ne, hier ging es ja zu der Mission, die wir nicht geschafft haben, glaube ich. Ne, da müssen wir eine andere Mission nehmen. Was haben wir denn noch so? Ist denn der alte? Ja. Finde Biowolf, finde die Rotverdrinnen. Aber wir können ja das einfach mal mit der goldenen Klaue machen. Und zwar bringen die Klaue zu Lucan. Das ist doch bestimmt eine gute Idee. Jetzt müssen wir nur gucken, wo Lucan ist. Na, Lucan, wo bist du? Da unten, im Flusswald. Ja. Perfekt. Ja, wie gesagt, ich habe eine Weile nicht mehr Skyrim gespielt. Einmal, weil ich keinen Bock hatte. Zweitens, weil die Aufnahmeprogramme immer scheiße waren. Das war wirklich so. Ich wusste nicht, warum. Feendal glaubt, er kann mir Camilla Valerius abspenstig machen. Aber sie ist bereits mein, wie ich ihm immer wieder erklärt habe. Oh, das sollten wir vielleicht nicht in der Stadt machen. Mit dem Bauch voller Met wäre mir wahrscheinlich viel wärmer und fröhlicher zumute. Ja, schön. Naja. Nun, einer von uns muss etwas tun. Ich habe Nein gesagt. Keine Abenteuer, kein Drama, keine Diebesjagd. Na, was ich weiß nicht, was ihr gehört habt, aber das Flusswald-Handelskontor hat noch geöffnet. Ihr könnt gerne hier einkaufen. Ja, es gab eine Art Einbruch. Aber wir haben immer ein reichliches Warenangebot. Die Einbrecher hatten nur eins im Sinn. Ein Ornament aus massivem Gold in Form einer Drachenklaue. Ihr habt sie gefunden! Das ist sie! Seltsam! Sieht kleiner aus, als ich dachte. Komisch, nicht? Ich werde sie zurücklegen, wo sie hingehört. Das vergesse ich euch nie. Ihr habt mir und meiner Schwester einen großen Dienst erwiesen. Oh, 600 Gold. Vielen Dank, dass ihr euch um diese Diebe gekümmert habt. Das Flusswald-Handelskontor ist wieder das, was es einmal war. Ich glaube, ich habe noch ein paar alte Zauberbücher herumliegen. Wenn ihr noch mehr wollt, müsst ihr in die Akademie von Winterfeste gehen. Warte mal, hat der vielleicht... Der ist ja auf Zauber spezialisiert, so wie es aussieht. Einhändige Angriffe. Ja. Das sind alles leider dummerweise schwere Rüstungen. Naja. Haben wir hier vielleicht ein bisschen kleine Heilung? Oh.
kosten hier schon ganz schön was. So, Frostbiss hatten wir schon. Eichenhaut haben wir noch nicht. Raserei. Das ist doch geil. Zombies erwecken. Was hat er denn noch so Schönes? Wir hatten keine Dietriche mehr, ne? Ja, wir haben nur 5 Dietriche. Gut, dann einmal alle. So. Was haben wir denn hier noch so Schönes? Ne. Für manche ist es Ramsch. Für mich sind es Schätze. Okay. Kann ich dir vielleicht wieder die goldene Klaue abkaufen? Goldener Ring. Nö, schade. Habe ich denn was zu verkaufen? Davon will ich nichts verkaufen. Davon will ich auch nichts verkaufen. Ja. Was habe ich denn noch hier? Die benutze ich nie. Ich weiß nicht, was das ist. Vielleicht soll es irgendwann mal, sollte ich das mal benutzen. Haben wir hier noch irgendwas, was viel Gewicht hat? Ich muss ja auf jeden Fall was gewichtlos werden. So. Oh, ich habe meine Redesachen verbessert. Cool. Ja, dann lass mal noch hier ein bisschen gucken, was wir hier noch nicht mehr brauchen. Ich hoffe, das brauchen wir jetzt nicht mehr. Nö, das wär's dann, glaube ich. Wir könnten hier noch ein bisschen was weglegen. So, Frostgift, wovon haben wir denn noch viel? Zaubertrank der geringen Magika. Egal. So. Cool. Es bedeutet uns so viel, dass die Klaue wieder dort ist, wo sie hingehört. Ich danke euch. Gut, dann haben wir das mal geschafft. Wie toll. Perfekt. So, ich habe jetzt auch in der Zwischenzeit ein bisschen an den Einstellungen... Nein, da wollte ich nicht hin. Herumgefuchtelt mal wieder. Der Vermisste. Erste Lektion. Wieso nicht? Also, ich könnte auch gerne mal die Rotverdrienin finden. Die war so lange alleine. Da kann man doch bestimmt was machen. Ach, die wird gar nicht angezeigt. Okay. Gut, dann gehen wir mal nach Winterfeste und machen da mal ein bisschen Magie, würde ich sagen. Ja. Bisschen schnell reisen. Oh, und ich sehe gerade, ich habe einen neuen Podcast runtergeladen. Schön. Ja, ich habe vor einiger Zeit angefangen, Podcasts zu hören.
Und ich muss sagen, es ist gar nicht mal so übel. So, Mirabel. Ja. Willkommen an der Akademie. Ja, damit ihr euch hier ein wenig zurechtfindet. Seid ihr bereit? Natürlich. Ich würde mich gerne um. Sehr schön. Bitte folgt mir und bleibt nicht zurück. Nein, die Akademie von Winterfeste ist schon seit tausenden von Jahren eine feste Institution. Dieses herausragende Bauwerk ist die Halle der Elemente. Vorlesungen, Übungen und allgemeine Versammlungen finden vor allem hier statt. Das Arcaneum liegt über der Halle und darüber befinden sich die Räumlichkeiten des Erzmagiers. Technisch gesehen leitet der Erzmagier die Akademie. Doch seine Verpflichtungen nehmen ihn häufig anderweitig in Anspruch. Darum kümmere ich mich um das Tagesgeschäft. Wenn ihr mir jetzt bitte folgen wollt, zeige ich euch den Wohnbereich. Leider mussten wir aufgrund einiger Probleme mit den Nord strengere Zugangskriterien einführen. Wir rechnen eigentlich nicht mit Gewaltausbrüchen, aber es schadet nicht, vorbereitet zu sein. Okay. Dann laufe ich dir mal so langsam hinterher, wie du das auch machst. So, ich glaube, die Aufnahme ist etwas dunkel. Ich müsste die dann fürs nochmal vorrendern, damit die und vorrendern und mit Adobe dann ein bisschen auffrischen. Ich finde das ja cool, dass man, wenn man sich halt so ein Adobe-Konto macht. Unsere neuesten Mitglieder werden hier in der Halle der Bekräftigung untergebracht. Bitte senkt eure Stimme, solange ihr dort drin seid, denn es kann immer vorkommen, dass jemand gerade an einer Forschung oder einem empfindlichen Experiment arbeitet. Okay. Auf jeden Fall habe ich da den Media Encoder. Den nutze ich dafür. Halle der Leistung. Na, was sagt uns die Halle der Leistung? Jetzt zeige ich euch eure Unterbringung. Ihr teilt euch die Räumlichkeiten mit euren Mitlehrlingen, die ihr schon bald kennenlernen werdet. Hier seid ihr untergebracht. Das sind euer Bett und euer Tisch. Bitte nehmt Rücksicht auf die anderen. Gehen wir jetzt zurück zur Halle der Elemente. Dort finden sich die meisten Mitglieder zu Vorlesungen und Studiengruppen zusammen. Cool. Hier kann man jetzt alles nehmen. Ja, erstmal plündern, ja, ne? Papierstaub. Beschädigtes Buch. Becherweine. Na, Lederstreifen kann man immer gebrauchen. Light Snacks, Stale Food, Disgusting. Okay, das nehmen wir vielleicht nicht mit. Tellerverbranntes Buch nehmen wir auch nicht mit. Nein. Lesen. Ja, nein. Heute nicht. Heute ist mir nicht nach Lesen. Gut, dann, hier geht's raus. Perfekt. Anfangs werdet ihr Unterricht bei Tolfdir haben, einem unserer angesehensten Zauberer. Perfekt. Und, ich finde leider, dass... Naja. Also ich habe ja mal wieder so ein Projekt nebenbei gemacht. Tolfdir ist vermutlich schon dabei, die neuen Studenten zu begrüßen. Geht nur hinein und bei Schwierigkeiten wendet euch an eines unserer leitenden Mitglieder. Okay, machen wir. Also ich habe ja in der Zwischenzeit Metal Gear Solid und also Assassin's Creed. Es ist kein Geheimnis, dass der Ruf der Akademie in Himmelsrand befleckt ist. Wieso stehst du so nah vor mir? Tut bitte nicht. Ihr seid neu hier, oder? Ja. Wir haben uns noch nicht unterhalten.
Wie eigenartig. Ich bin Savos Aren, Erzmagier der Akademie von Winterfeste. Ich bin sehr zufrieden, dass hier nahezu alle Aspekte der Magie erkundet und untersucht werden. Aber ich kann und werde keine Forschungen oder Experimente gutheißen, die Mitgliedern der Akademie absichtlich Schaden zufügen. Gut. Verstehen wir uns? Ja, natürlich. Ah. Nein, nicht besonders oft. Einige Risiken muss man halt eingehen. Ich versuche einfach, vorzeitige Tode zu vermeiden. Wir müssen uns auch anstrengen, damit Himmelsrand nicht noch schlechter von uns denkt. Das stimmt. Ich meine, dass Magier nicht sehr gut angesehen sind. Ich habe Dokumente aus der späten zweiten Ära gesehen. Darüber hinaus gibt es nur wenige Informationen. Ich fürchte, dass durch Ereignisse der letzten paar hundert Jahre ein Großteil unserer Geschichte verloren gegangen ist. Das ist doch schade. Das, was als großer Zusammenbruch bekannt geworden ist. Eine bedauerliche Naturkatastrophe, die die Gegend verwüstet hat. Die Akademie hat es wesentlich besser als Winterfeste überstanden, jedoch auch nicht ohne Spuren. Ja. Nein, nicht besonders oft. Einige Risiken muss man halt eingehen. Wir müssen uns auch anstrengen, damit Himmelsrand... Die Ursache war niemandem klar. Einige glaubten, dass der Ausbruch des Roten Bergs weitreichende Folgen hatte, die man erst nach Jahren spüren konnte. Ich weiß, dass einige der Akademie die Schuld gaben. Ich kann euch versichern, dass wir dafür nicht verantwortlich waren. Oh, da ist ein Drache. Weiß. Das sollte doch eigentlich auf der Hand liegen. Magie ist eine ernstzunehmende Macht und nichts, das von gewöhnlichen Menschen gemieden und von Politikern als Belustigung angesehen werden sollte. Sie formt Welten, erzeugt und vernichtet Leben. Sie verdient Respekt und angemessene Studien. Die Akademie ist ein Ort, an dem wir uns darauf konzentrieren können, ohne dass der Druck der Außenwelt auf uns lastet. Gut. Nein, nicht besonders. Einige Risiken muss man... Wir müssen uns auch anstrengen, damit Himmelsrand... Das Geistermeer wurde quasi lebendig. Niemand hatte das erwartet. Riesige Wellen schlugen wochenlang an die Küste. Winterfeste war uralt, konnte jedoch der Wut des Meeres nicht trotzen. Ganze Stadtbezirke gingen über Nacht verloren. Die Wellen ließen mit der Zeit nach, aber die Schäden waren zu umfangreich. Die meisten Einwohner von Winterfeste verließen das, was noch von der Stadt übrig geblieben war. Die Akademie hat es überstanden, also sind wir nun hier. Gut. Dankeschön für dein Wenn Gespräch. Ihr mich nun entschuldigen würdet. Ja, natürlich entschuldigen wir dich. So. Willkommen, willkommen. Wir wollten gerade anfangen. Bitte okay. Bleib doch und hör zu. Feueratem. Also. Wie ich sagte, zunächst einmal geht es darum zu verstehen, dass Magie ihrem Wesen nach flüchtig und gefährlich ist. Wenn ihr sie nicht kontrollieren könnt, kann und wird sie euch vernichten. Ich glaube, das wissen wir alle recht gut. Wir wären nicht hier, wenn wir die Magie nicht kontrollieren könnten. Natürlich, meine Liebe, natürlich. Euch allen ist ein gewisses Talent angeboren. Das stelle ich nicht in Frage. Okay. Ich spreche aber über echte Kontrolle, die wahre Beherrschung der Magie. Die muss man über Jahre, wenn nicht Jahrzehnte, üben und studieren. Auf was warten wir denn noch? Fangen wir an. Bitte, bitte. Genau das meinte ich. Eifer muss durch Vorsicht gemildert werden, sonst ist eine Katastrophe unvermeidbar. Aber wir sind doch gerade erst angekommen. Ihr wisst noch gar nicht, wozu wir imstande sind. Warum gebt ihr uns nicht eine Chance zu zeigen, was wir tun können? Ihr habt bisher nichts gesagt. Was meint ihr? Was sollten wir tun? Ja. Ach ja?
Seht ihr? Er gibt uns recht. Warum zeigt ihr uns nicht etwas? Also gut, lasst uns zur Ruhe kommen. Wir könnten vielleicht etwas Praktisches versuchen. Um bei unserem Thema der Sicherheit zu bleiben, beginnen wir mit Schutzzaubern. Schutzzauber sind Verteidigungszauber, die Magie blocken. Ich werde euch allen einen Schutzzauber lehren. Und dann sehen wir, ob ihr ihn erfolgreich anwenden könnt, um einen Zauber zu blocken. Einverstanden? Würde es euch etwas ausmachen, mir bei der Demonstration zu helfen? Seid ihr mit Schutzzaubern überhaupt vertraut? Oh, das war wahrscheinlich schlecht. Aber habe ich überhaupt einen Schutzzauber? Leichter Schutz. Ja, habe ich. Wenn ihr euch bitte dort drüben hinstellen würdet, dann werde ich einen Zauber gegen euch wirken. Und würde es euch etwas ausmachen, mir bei der Demonstration zu helfen? Yep. Seid ihr mit Schutzzaubern überhaupt vertraut? Dafür gibt es diesen Unterricht. Der perfekte Zeitpunkt, um ihn auszuprobieren. Wenn ihr euch bitte dort drüben hinstellen würdet, dann werde ich einen Zauber gegen euch wirken und ihr blockiert ihn mit dem Schutzzauber. Also dann. Dort hinüber, bitte. Direkt mir gegenüber. Wir wollen doch nicht, dass jemand in den Weg gerät. Jetzt wirkt den Schutzzauber und... Ihr müsst euren Schutzzauber aufrechthalten, sonst wird es nicht funktionieren. Ich möchte euch nicht wehtun. Dort hinüber, bitte. Direkt mir gegenüber. Wir wollen doch nicht, dass jemand in den Weg gerät. Jetzt wirkt den Schutzzauber und haltet ihn aufrecht. Ja, wartet. Ich habe, glaube ich, nicht genug Magie dafür. Scheiße. Haltet still! Sehr gut gemacht. Puh. Nun, ich glaube, das ist ein ausgezeichneter Anfang. Ich möchte, dass ihr alle weiter Schutzzauber übt, bitte. Ich glaube, jetzt sollten wir einmal ein paar der verschiedenen Anwendungen von Magie im Laufe der Geschichte erforschen. Die Akademie hat eine faszinierende Ausgrabung in den Ruinen von Sartal, hier in der Nähe, begonnen. Das ist eine hervorragende Gelegenheit, etwas zu lernen. Ich schlage vor, wir treffen uns dort in ein paar Stunden und schauen, was uns darin erwartet. Das ist alles für den Moment. Danke. Perfekt. Und damit würde ich auch sagen, letzte Mission für heute. Bis zum nächsten Mal. Haut rein.